Ja, ich wurde eingeladen, hier einen Impuls als Bach-Forscherin zu geben. Eigentlich versuche ich normalerweise in Einführungen textliche und musikalische Belange, die in einem Werk offen zutage treten oder im Verborgenen wirksam sind, vorstellig zu machen. Aber diese Arbeit ist ja gleichsam schon getan. Was bleibt dann noch für mich? Ein Experiment für mich heute. Heute möchte ich im Grunde etwas völlig Neues versuchen. Ich stelle mich gewissermaßen der Frage, wie ich als Bach-Forscherin am Bacharchiv Leipzig eigentlich zu Musik Bachs stehe. Wie zur wechselvollen Geschichte von gut 300 Jahren Bachscher Aufführungspraxis und wo ich als eine Konsequenz mein Aufgabenfeld, ja, meinen persönlichen Beitrag zur Bachforschung sehe. Wie gesagt, ein Experiment. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ostern als die Feier des Neuen, des gerade erst vom Tod Entwachsenen, ist untrennbar mit dem Frühling verbunden. Das kam heute auch schon zum Ausdruck. Erlauben Sie mir daher einen sinnbildlichen Einstieg in das Thema aus dem Bereich der Schöpfung. Denn ich empfinde persönlich Bachs Schaffen als etwas ganz Natürliches. Ich möchte dafür ganz bewusst ein ganz einfaches Bild gebrauchen und Bachs Musik mit einem alten, knorrigen Baum vergleichen, der seine Umgebung befruchtet und nährt, der verschiedensten Widrigkeiten über Jahrhunderte trotzt und dessen Stamm allmählich immer weiter zunimmt, dessen Wurzelwerk äußerst sturmerprobt ist. Im Klartext meine ich natürlich, dass der Bachschen Musik also verschiedenartige Aufführungsarten, wandelnde Moden, romantisierende Bearbeitungen, modernistische Verfremdungen kaum je etwas anhaben können. Da Wurzelwerk und Stamm sozusagen kerngesund sind. Und das Befruchten, wie zum Beispiel Beethovens konstruktive Weiterentwicklung der Kontrapunktik im Bereich der Sonate, der Kammermusik, der Chorsinfonik zu den ganz wesentlichen und großartigsten Aspekten der 300 Jahre Bach-Rezeption gehören. Und abgeleitet von Beethoven hat dies auch Schuberts Schaffen befruchtet. Und wen Bach in der Zukunft befruchten wird, ist eine offene Frage. Aber es wird passieren, weil die vielfältige Energie der Musik Bachs weiterhin überschießend ist und gewissermaßen immer neue Energien freisetzen wird. Zwischenzeitlich hatte ich in der Vorbereitung auf den Abend ein weiteres Naturbild in Erwägung gezogen, die Zwiebel. Bitte nicht wundern, wie gesagt, mir sind Naturbilder für Bachs Musik wichtiger als Vergleiche aus der Kunst- oder Menschheitsgeschichte. Kann man Bachs Musik heute vielleicht eher als eine im Verborgenen wachsende Zwiebel betrachten, die nach der Ernte einige Zeit gelagert wird? Bevor sie aber gegessen wird, muss sie erst einmal gehäutet werden, weil die äußeren Lagen im Laufe des Wachstums ungenießbar geworden sind. Im Klartext, dass man sich also jeglicher Aufführungstradition, jeglicher Interpretation erst einmal selbst entledigen muss, ehe man zum Inneren kommt, mit dem man Speisen zubereiten kann. Im Klartext, vor jeder Aufführung, auch vor jeder theoretischen Beschäftigung in der Bachforschung, muss ich selbst die Zwiebel häuten, muss selbst sehen und fühlen, wie viele Schichten ich abtragen muss. Im Inneren greift alles dann ineinander, finden wir ein perfektes Gebilde vor. Aber wird es nicht manchmal stereotyp zerhackt durch stereotype Aufführungspraxis, die nicht mehr den Dingen individuell auf den Grund geht, sondern nur mehr anwendet, was seit etwa 20 bis 30 Jahren gängige Praxis ist, die auch in der Forschung nicht mehr weiter hinterfragt, nicht mehr nach Neuem sucht, sondern nur mehr fertig geschnittenes wie Convenient Food zusammenmixt zu neuen Hypothesen, neuen Pseudo-Erkenntnissen. Ich möchte nun aber mal lieber zum guten alten Baum zurückkommen und die Zwiebel hinter mir lassen. Im Zentrum
beim Bild des Baumstammes, steht für mich die Idee, die jegliche Art von Aufführungspraxis anerkennen sollte. Die Idee Bachs vom Werk. Das schließt seine persönliche Motivation als Kirchenmusiker in der Tradition der protestantischen Kirchenmusik, daneben aber auch die eigene Motivation seines Textdichters sowie der Zusammenhang mit dem konkreten liturgischen Bezug zum jeweiligen Sonntag oder Feiertag mit ein. In diesem Bild betrachtet, wären die ersten Jahresringe Bachs, die erste autographe Partitur oder Entwürfe zu ihr, üblicherweise mit Korrekturen, die uns zeigen, wie der Komponist die Idee des Werkes umsetzt, welche Schwierigkeiten es dabei zu bewältigen gibt. Weitere Jahresringe wären dann die Aufführungsstimmen mit ihren Eintragungen zur Ausgestaltung von Bachs Kopisten angefertigt, von ihm selbst oft durchgesehen, mit dynamischen Bezeichnungen versehen, einige Fehler korrigiert, andere blieben stehen. Und dann folgen weitere Jahresringe, Bachs eigene Bearbeitung. Zum Beispiel bei der heute erklingenden Kantate, Rudi Lutz hat es angedeutet, hören wir eine Leipziger Fassung mit einem ausgedünnten Oboenchor. In Weimar waren es 4 Oboen und ein Fagott. Ein ganz anderer Klang möglicherweise, aber vielleicht auch zu kräftig für diesen Raum. Viel spätere Jahresringe wären dann der sinfonische Aufführungsapparat, den man im späten 19. und 20. Jahrhundert auch für Bachkantaten einsetzte, um dem jeweiligen Klang der Zeit zu entsprechen, inklusive der Anpassung der Stimmen an die jeweiligen Instrumente der jeweiligen Zeit. Wie die Jahresringe des Baumes, so ist auch diese Entwicklung zunächst fast immer nur additiv gewesen. Mehr und mehr, fülliger und fülliger. Aber in jeder dieser Phasen war Bach wirkmächtig, trotz aller neuen Schichten. Das muss man sich immer klar machen. Vor allem mit der alten Bach-Ausgabe, an der notabene gerade viele Komponisten ihrer Zeit beteiligt waren, begann dann 1851 der Prozess einer sukzessiven Rückführung. Zunächst nur im Notentext, in dem keinerlei Herausgeberzutat geduldet wurde. Der gute alte Baum Bach gab Mitte des 19. Jahrhunderts also Orientierung im quasi romantischen Dschungel, vor allem solchen Komponisten wie Schumann und Brahms. Dann, erst gut 100 Jahre später, erfolgte auch eine allgemeine Rückführung im Klang. In der Suche nach Originalklanginstrumenten der Bachzeit und ihrer authentischen Spielweise. So weit, so bekannt, gerade hier. Auch dieser Prozess der Spurensuche nach dem Originalklang ist noch längst nicht abgeschlossen. Ein Beispiel. Die heute so beliebten Truhenorgeln sind eigentlich kleine flexible Hilfskonstruktionen des 20. Jahrhunderts für den Konzertgebrauch mit wechselnden Stimmungen und wechselnden Konzertorten. Bedauerlicherweise sind sie aber ein Klangerzeugnis einer Zeit, in welcher die Continuo-Gruppe im Klang gleichsam eingezäunt wird. Damit die Oberstimmen desto luftiger ihren blumigen Charme verbreiten können. Aufführung mit einer großen Orgel und deren klanglichen Differenzierungsmöglichkeiten sollten, so meine Meinung, stärker in Betracht gezogen werden, wenn es passt zum Kirchenraum. Gerade der Continuo-Apparat, den Bach, je länger er in Leipzig wirkte, immer stärker ausdifferenzierte, Stichwort 16-Fuß-Kontrafagott in der letzten Fassung der Johannespassion, darf meines Erachtens nicht zugunsten eines allzu oberstimmenlastigen Klangs in der italienischen Concerto-Tradition ausgedünnt werden. Stärkere Mittel- und Unterstimmen verleihen Bachs Musik gerade gleichzeitig eine gewisse Wucht, die aber heutzutage in Konzerten eher selten zu hören ist. Es entspräche eher der französischen Aufführungstradition, die eine stärkere Ausdifferenzierung der Mittelstimmen zeigt. Und so weiter und so fort. Und wieder zum Baum zurück. Uns Musikwissenschaftlern
obliegt es auch, die Jahresringe seit der Entstehung auseinanderzuhalten und auch die Wurzeln, aus denen Bachs Musik ihre Kraft zieht, klar zu benennen, klar voneinander zu trennen und wertfrei freizulegen. Und uns natürlich kein vernichtendes Urteil über die verschiedenen Klänge der Zeit anzumaßen. Sie setzen jeweils auf einer vorausgegangenen Tradition auf, sind diese aus dieser heraus nur zu verstehen. Wer keine Oboen der Katscha hat, muss sich wohl mit Englischhörnern behelfen. Cembali mussten auch erst wieder nachgebaut werden im 20. Jahrhundert und so weiter und so fort. Aber eine Aufführungspraxis sollte sich nie verfestigen. Oder bildlich gesprochen, der Baum sollte auch weiter frei wachsen dürfen und nicht nach einem immer wieder gleichen Muster beschnitten werden. Ein beschnittener Baum sieht wie der nächste aus. Im Konzert steht eine Kantate oft beziehungslos da wie ein beschnittener Baum. Losgelöst vom Kontext, aber akkurat gestutzt. Und daneben steht im Konzert bereits die zweite und die dritte gestutzte Kantate. Eigentlich Fremdkörper im Konzertsystem. Und überhaupt fragt es sich, wie weit soll man es treiben mit dem Verpflanzen von Bäumen? Gehören Kantaten auf diese Weise wirklich in die moderne Konzertpraxis? Bei meiner Arbeit am neuen Bachwerkeverzeichnis, eine Arbeit, die nach mehr als 10 Jahren erst letzte Woche endlich zum Ende gekommen ist, ging es selten um die konkrete Aufführungspraxis. Sehr viele Aspekte einer Musikaufführung sind ja nicht von Bach notiert worden. Sie müssen mühsam abstrahiert werden und sind daher nicht Teil eines Werkverzeichnisses. Wir betrachten in der Leipzig-spezifischen, quellenorientierten Bach-Grundlagenforschung alles aus der Warte dieser Quellen. Das sind vor allem schriftlich niedergelegte Dokumente aus der Bachzeit und darüber hinaus aus den Dokumenten der Bach-Rezeption der verschiedenen Jahrhunderte. Und es sind die musikalischen Originalquellen, so nennen wir sie, die wir im Online-Portal Bach Digital allen Interessierten zur Verfügung stellen. Dieses Gesamtmaterial an Quellen ist die Grundlage für das neue BWV, BWV 3 heißt es nun, das noch einmal alle zur Verfügung stehenden Quellen neu angeschaut hat und die tradierten Aussagen hinterfragt hat. Das ist die immer wieder neue Aufgabe, der wir uns in Leipzig und nach Abschluss der Gesamtausgabe, der sogenannten neuen Bach-Ausgabe, weiterhin stellen. Wir sammeln weiterhin alle Typen von Dokumenten. Wir versuchen, neue zu finden. Wir versuchen, den Kontext zu eruieren. Letztlich versuchen wir, die Datenbasis für weitergehende Studien und Analysen zu verbreitern. Das, was bisweilen auch etwas abschätzig als Faktenhuberei bezeichnet werden könnte, kann indes erst einmal für sich stehen. In einer Fake-News-Welt ist das bereits ein Statement. Nun bin ich am Schluss angelangt. Wie lässt sich Fakten finden und das Lebendigmachen von Musikgeschichte und speziell von quellenbasierter Bachforschung im Falle der heutigen Kantate zum ersten Ostertag fruchtbar verbinden? Im neuen BWV 3 versuchen wir insbesondere die Werkgeschichte kurz zu beschreiben, die spezifische Weimarer Schicht oder den Weimarer Jahresring, von Leipziger Schicht oder Schichten zu trennen. Wann arbeitet Bach, warum diese Kantate um? Er tut es mehrfach, auch in Leipzig noch. Hier ist jetzt nicht der Ort und die Zeit, viele Details zu beleuchten. Nur einen Aspekt möchte ich herausheben, der mir und auch meinen Vorrednern vor der Aufführung der Kantate auffällig erscheint, der für eine Kantate gerade zum ersten Ostertag bemerkenswerte Ars Moriendi-Schluss. Gibt es biografische Bezüge in der Kantate auf die Textdichter und Komponist zu Ostern 1715 abheben wollten oder gar mussten?
So lautet meine Leitfrage angesichts meiner Beobachtung, dass wir hier ein Alleinstellungsmerkmal vor uns haben. Eine Festkantate zu Ostern mit dieser unglaublichen Fanfarensinfonie am Anfang und dem prächtigen fünfstimmigen Eingangschor, fünfstimmig im Vokalsatz, ein fünfstimmiger Obonsatz eigentlich, dann der fünfstimmige Streicherchor und die festlichen Bläser dazu. Eine unglaubliche Festlichkeit, die kaum je wieder in Weimar übertroffen wurde. Wie lässt sich das mit diesem Schluss verbinden? Der Schluss, der nicht ein traditioneller Osterjubel ist, sondern mit einer Mahnung an den Hörer, sein Haus zu bestellen. Kurz zu den äußeren Umständen um 1715. Es ist Bachs erste Kantate, nachdem ihm der 27-jährige Mitregent Prinz Ernst August einen gehörigen Aufschlag auf sein Konzertmeistergehalt gewährt hat. Als Festkantate ist sie, wie ich schon sagte, ungewöhnlich opulent besetzt. Der Fürst war selber übrigens auch Geiger und Kollege Johann Gottfried Walter in Weimar sagt, er hätte auch in Bachs Aufführung mitgespielt. Also das ist auch wieder so eine Gelegenheit, wo so viele Streicher beteiligt waren, dass auch Ernst August mitwirkte. Nur ein paar Zahlen zur Weimarer Hofkapelle. Es standen hier ca. 16 Musiker regulär im Sold, 4 Geiger, ein Fagottist, 9 Sänger plus Kapellmeister, Vizekapellmeister plus Bach als Konzertmeister. Und hinzugezogen wurden bei Bedarf ca. 5 Stadtmusiker, maximal 10 Regimentsoboisten und ca. 7 bis 8 Hoftrompeter, die wiederum auch für andere Holzblasinstrumente hinzugezogen werden konnten, plus andere Hofbedienstete, die auch musikalisch tätig waren. Also ein nicht ganz unbefriedigender Aufführungsapparat. Der in den Sätzen 1 und 2 entfaltete große festliche Osterjubel kontrastiert hingegen auf eigentümliche Weise mit vor allen Dingen der letzten großen Arie und der Hinführung zum Schlusschoral über das Rezitativ und dann den Sterbechoral. Der junge Prinz Johann Ernst, Halbbruder von besagten gönnerhaften Prinzen Ernst August, Bachs Schüler und der bekannte Komponist von italienisierenden Sinfonien, die Bach dann bearbeitet hatte für Orgel und für Cembalo. Er war seit 1713 schwer erkrankt. In seiner Nachlassakte heißt es, es hätte sich um eine schmerzliche Maladie gehandelt. Ein Geschwulst am Bein war es wohl. Und im Sommer 1714 ging er nach Schwalbach zu einer Brunnenkur, später nach Wiesbaden. Er starb dann in Frankfurt mit nur Und zwar nur 4 Monate später, als unsere Kantate erklang, im August 1715, mit nur 18 Jahren. Also sozusagen ein hoffnungsvolles kompositorisches Nachwuchstalent und zugleich eine der wichtigsten Führerpersönlichkeiten bei Hofe stirbt. Ich denke, Bach schreibt für Menschen. Es gilt nach wie vor auch, die Geschichten hinter den Werken, ihre vielleicht biografischen Bezüge zu entdecken. Und in diesem Fall könnte die Kantate auch dazu dienen, bei allem Osterjubel zu zeigen, dass auch das Leid in der Welt ist und dass dieser junge Prinz sozusagen nach 2 Jahren Krankheit nicht genesen wird. Und das ist schon die Vorbereitung auf den Tod ist, so wie man sich in der Zeit als guter Christ eben mit seinem Dahinscheiden rechtzeitig zu beschäftigen hatte. Die Kantate könnte also vom Textdichter Frank und Bach im Hinblick auf diese große Bekümmernis am Hof verfasst worden sein. Es würde die deutliche Eintrübung des Osterjubels erklären und einer anderen Hypothese zufolge, die ebenfalls nicht Eingang ins BWV 3 gefunden hat, war Bachs Abschiedsgruß an den Prinzen, als er im Juni 1714 nach Schwalbach aufbrach, die Kantate »Ich hatte viel Bekümmernis«.
Bach schreibt für Menschen, wie ich schon sagte. Es gilt nach wie vor, die Geschichten hinter den Werken, ihre vielleicht biografischen Bezüge zu entdecken. Doch so wie die Blüten eines Baumes flüchtig sind, sind es auch diese Geschichten,